Liebe Zuschauer des Deutschlandkuriers, ich melde mich zum letzten Mal in diesem Jahr aus dem Wald. Ich brauchte mal ein bisschen Seelenfrieden, den finde ich am besten in der Natur. Was haben wir dieses Jahr nicht alles gesehen? Corona, Lügen, Corona-Impfungslügen, Insekten in Nahrungsmitteln. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen und wo ich aufhören soll. Also Messermord und Metzeleien, Zunahmen der Einwanderung in unsere Sozialsysteme. Die WHO schickt sich an, die Weltherrschaft über die Gesundheit eines jeden einzelnen Bürgers zu übernehmen. Es ist der helle Wahnsinn. Ja, man könnte fast meinen, dass die Leute, die uns das hier angerührt haben und jetzt in ein bestimmtes Alter gekommen sind, doch noch sehen wollen. Ne? Also wie beim Pokern will sehen, was sie erreicht haben. Ich schaue aber trotz alledem positiv ins neue Jahr, denn es sind auch Dinge passiert, die auf eine Zeitenwende schließen lassen. Die AfD hat Umfragewerte in Mitteldeutschland, die sich sehen lassen können. Und im Grunde genommen kann ich die Angst des Establishments und der Filzokratie bis hierher in den Wald riechen. Nächstes Jahr ist das Superwahljahr. Und ich denke, die ganze Welt muss damit rechnen, dass eine Zeitenwende kommt. Links und Sozialismus hat noch nie funktioniert. Nicht mal ein bisschen ist er richtig, sondern immer ganz falsch. Und auch dieses Mal wird er daran scheitern, dass die Menschen frei sein wollen. Und das Gute im Menschen und die Wahrheit siegt immer. Bleiben Sie dran an den Nachrichten, die nur die alternative Presse bringt. Und qualitativ hochwertig finden Sie das immer beim Deutschlandkurier. Ich wünsche Ihnen allen, euch allen, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Nächstes Jahr wird unser Jahr, liebe Freunde.